Ein Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, du kannst ja mal einfach im neuen Jahr bisschen Battlefield 3 spielen. Ich habe mir so überlegt, dass ich mal die Kampagnen durchspiele. Aber es kann sein, dass ich die Videos aufnehme, aber dass ich nicht zu allen Videos rede. Also ja, und EA hat das Spiel entwickelt zusammen mit DICE, Frostbite 2, Sound von Dolby Digital. Willkommen in Battlefield 3. Oh. Gucken wir mal in die Option. Und ja, das passt mir gerade besser. Dann kann ich nämlich nebenbei noch auf das Video gucken. Und ich gucke gerade wegen der Musik. Das geht so. Ja, wie ihr seht, habe ich Premium. Das habt ihr aber, denke ich mal, schon in meinem letzten Video gesehen. So, und wir starten auf Normal. Mission, Mission, Semper Fidelis. Wenn du unbewaffnet bist, ja. Waffenmodule können überhitzen. Achte auf die Anzeichen und lass sie abkühlen, ehe du wieder schießt. Ja, ein erfolgreicher Tipp, den ich im Multiplayer schon oft zu spüren bekommen habe. Ein Panzer, ein Maschinengewehr und kannst einfach nicht mehr schießen. Und ich muss kurz die Musik leiser drehen, tut mir leid. Oha. Concentrating. Oh shit. Stellen wir doch mal noch mal kurz den Sound runter.
Tja, weiter geht's. Ich würde sagen. Autsch. Das war nicht so nett. Operations Roadbreaker. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Und da bin ich auch schon wieder. Steph Sergeant Henry Blackburn wurde in Buffalo, New York geboren. Mission Operations Worldbreaker. Acht Stunden zuvor. Werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier werden wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er, Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen. Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Okay. Ich bin ganz Ohr. Okay, können schon schießen. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna tell him that. Es wird ein Streik und es wird Führung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts! Willkommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Na, guck mal. Magazin schon fast leer geschossen. Oh,
weil ich im Ladescreen schon Boden geschossen habe. Hey. Oh, falsche Richtung. Blackburn. Ich komm doch schon. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 0:39 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert falls nötig Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Party. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schiffskreis. Ich bin einfach zu langsam. Los. Ja. Diese blöde Waffe. Es gibt bessere Waffen, sagen wir es so. Wir gehen hier gerade die Nackenhaare hoch. Darf ich rein? Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Soll dem Räumkommando sagen, es soll die Munitionslager weiter wegpusten. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ziemlich große Querstraße. Spielfreies Feld. Da kommt was. Okay. Black. Du und Metkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Ach, was mache ich wohl? Ja. Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles. Oh, shit. Scharfschütze! Wer voraus Granate? Den hole ich mir. Ach, weißt du was? Haltet sie noch etwas auf! Der Sniper ist noch da! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Schnell da rein! Los, los!
übernehmen. Hey, komm mal. Kannst du das spüren? Hinterher. Okay. Dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Oh. Sagen, das Erdbeben kommt näher. Augen offen. Ich halte immer meine Augen offen. Mir geht nichts. Scharfschütze. Zu ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung fortsetzen. Weil nicht von den Fenstern stehen. Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holt Al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Gesichert, gesichert. Scheiße, Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn sehen. Ich würde sagen, da habe ich mich auf die falsche Seite gestellt. Ja, aber dann wünsche ich dir auch gleich. Wow. Wünsche ich dir auch. Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben. Das Hotel. Ich glaube, es ist das Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Los. Okay, unterwegs. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Okay. Jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden. An die Wand. Black, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter. Geht's. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich geb dir Deckung, während du schießt. Hä? Okay. Was mache ich bloß immer falsch? Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten! 3, 2, 1, Feuer frei! Ziel perfekt erwischt! Alles okay? Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Misfit 1-3, hier Medivac. Wir haben euren Mann hier unten wieder zusammengeflickt und können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medivac. Welche Richtung? Over. Nordseite. Misfit 1-3, in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Sind in Deckung. Schaltet die Ausweichung ein. Balkon, linke Seite. Ziel auf dem Dach, direkt geradeaus.
Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Nicht mal wissen, wo die stehen. Euch Deckung, ihr könnt los. Hier trifft man sowieso nichts. Soll das ein Scherz sein? Ah, bin unter Beschuss. Hey, die sind weg. Komm jetzt immer näher. Ich glaube, die sind im Gebäude. Können wir bitte von diesem scheiß Dach runter? Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Okay, ich gehe ja schon. Okay, komm schon los. Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Scheiß Pfadfinder. Puh. Ja, das Hotel sieht interessant aus. Ui, so. Hier geht doch eine Party ab. Ui. Nein, will. Ich hab hier unten Angst, ich will nur hoch. Ah, hier sind wir. Vorübergehender Rückschlag. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Wir boxen uns durch. Ich hoffe, dass Sie okay sind. Was passiert, wenn die PLA die Macht an sich reißt? Terroristen an der Spitze sind nicht gut. Alter, Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Campbell? Das frage ich mich auch oft genug. Tja. Ob das mit dem IS genauso kostet? Keine Ahnung. Wir haben Kontakt! Scheiße! Kontakt! Na, was habt ihr hier? Hier 3A, rein. Ich will die G3A dran haben. Darf ich da wenigstens einmal rüber? Zwei davon. Reiß dich zusammen. Ach, da waren es nur noch zwei oder drei oder wie? Wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Misfit-Führung, hier 1-3. Brauche sofort Kesselbeck. Verstanden? 1-3 verstanden. Sind endlich soweit. Haltet durch. Out. Das Ganze gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Ich hab was gefunden. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch mehr. Sekundärdraht. Sekundärdraht. Verstanden. Kacke. Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Wo ist das Problem? Kapp den Draht! Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist Freiwilliger. Folge dem Draht!
bin Freiwilliger. Das ist ja aber nicht. Ja, ich gehe schon. Jetzt hetz mich nicht so. Ey, du Ratte. Ich mach dich platt. Nichts für schwache Nerven. Na, es gibt Schlimmeres. Geht's hier raus? Ja, gut. Welches LMG? Das LMG! Ach du Scheiße! Gib mir wenigstens Standbein! Das ist nicht gerade fair. Obwohl, das Kaliber nehme ich dann doch gerne. Ja, ein bisschen Party. Na, danke. Entschuldigung. Das tut weh. Halten bei geworfenen Laden nach dem roten Symbol Ausschau und verschwinde aus der Gefahrzone. Wenn du das nicht tust, ist man selber schuld. Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos. Ja, Sir. Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden. So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz toll. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam. Ein Funkspruch. Wie lange genau? 6 Stunden? 8? Das ist wichtig. Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog, deshalb weiß ich nicht. Und es war dunkel. Als Sie sich rauszogen, waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen. Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen. Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen. Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen.
Und nach dem Beben sahen sie etwas. Was war das? Eine gute Frage. Andererseits habe ich eine bessere Idee. Ich lasse sie wählen. Wählen? Was denn wählen? Oh, kommen Sie. Was ist? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Imschi! Ja, Freunde, und das war's dann mit dem ersten Part. Der ging jetzt 31, okay, 32 Minuten. Ich denke, das reicht erstmal. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, ciao.